Hi, guten Morgen. Herzlich willkommen zu Tag 93 unserer Türkei-Reise. Was ist unangenehm? Ach hier. Du musst vorsichtig sein, dir wird erst ein bisschen was verschüttet. Hier. Kannst du aufputzen hier mit dem Lappen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir haben ja gestern unseren Wohnwagen wiederbekommen. Der war ja hier in der Werkstatt. Und das ist eigentlich sehr schön, aber das Negative daran ist, wir müssen heute die Türkei verlassen. Morgen läuft unser Visum ab und ja, es läuft ab. Ja, kannst du doch, mein Schatz, da sind deine Stifte, dein Malbuch. Ja, mache ich. Wir haben heute eine weite Strecke von uns. Ja, wir sind hier bei Sakarya oder so und wir wollen zur Grenze Ipsala. Wir möchten bis nach Kavala fahren. Ja? Aber ich dachte, ist schon. Jetzt? Ist auf? Wir vermuten, dass wir so 7 bis 8 Stunden fahren. Wir wollten uns einen neuen Campingplatz angucken. Eigentlich waren wir immer Alexandropolis, aber ja, wir gucken uns einfach mal Kavala an, um was Neues zu sehen in Griechenland. Werden wir gestern Abend noch im BIM Großeinkauf machen. Wir haben uns so Walnüsse mitgenommen, Linsen, alles was hier so wirklich viel günstiger für uns ist als in Europa. Ja. Ich bin da schon seit Tagen so melancholisch und traurig. Aber es kommt ja jetzt auch ganz viel Schönes. Wir fahren nach Spanien, wir fahren nach Marokko wahrscheinlich. Und dann wieder in die Türkei, ganz klar. Ne? Keine Frage. Also ja, jetzt trinken wir erstmal Kaffee, frühstücken und dann fahren wir gleich los. Wir sind hier im Spielplatz oder das Abführung. Okay, ja, gucken wir. So. Bernd hat gebeten, dass ich euch den Sonnenaufgang zeige. Mit Parkplatzromantik. Ja. Sieht schon schön aus, ne? Guck mal, da sieht man die ganzen Minaretts, wie auch immer, die da rausgucken aus der Skyline. Sieht schon schön aus. Aber der schönste Sonnenaufgang, den ich hier in der Türkei gesehen habe, war jeden Morgen in Kemer. Da war am Meer ist die hochgegangen, blutrot, wunderschön. Also da war der schönste Sonnenuntergang war Manavgat'a, Kizilut. Ja, so hier ist unser Schätzchen. Ich kann euch mal zeigen, was die gemacht haben. Die haben hier die komplette Kederleiste abgebaut und abgedichtet. Die haben das Fenster abgebaut und abgedichtet. Die haben das Frontfenster ausgebaut und abgedichtet. Die haben oben die Dachluke ausgebaut und abgedichtet. Und was war noch? Ich glaube, das war's. Guck mal, wie viel Kondens hier überall ist, was der hier verliert an allen Seiten. Das habe ich noch nie bemerkt. Ja, und insgesamt haben wir dafür jetzt 350 Euro bezahlt. Der Kostenvoranschlag belief sich ja auf 500 bis 600 Euro. Das war wesentlich günstiger als der Kostenvoranschlag. Die hätten wir auch sagen können. Müsst ihr mehr bezahlen. Aber das habe ich euch ja gestern schon erzählt. Jetzt trinke ich mal meinen Kaffee zu Ende hier. So, jetzt versuchen wir hier alles so zu räumen, dass wir, wenn wir die Grenzüberschreitung haben nach Griechenland, dann kommen meistens die Grenzbeamten hier rein und du musst dann einmal die Schränkhalle aufmachen, ne? Ja, dann gehen die da rein. Nein. Aber halt, sonst haben wir den Boden, unsere Campingstühle und so liegen und ja. Da die einen wollen mehr gucken, die anderen weniger, bevor ich dann hier was räumen muss. Genau, da sind wir jetzt gerade zu organisieren. Noch eben spülen. Wir haben 8.53 Uhr. Bernd sagte, wir fahren 8 bis 10 Stunden. Also, ja. Der Wassertank ist auch leer. Ist schon leer? Ja, ja. 5 Liter normal. Okay.
Wow, also dadurch, dass wir jetzt diese ganzen Reisetage hatten und viel gereist sind mit dem Wohnwagen, sind wir so richtig gut im Einpacken, alles abreisebereit machen. Wir sind so gut in der Zeit. Sonst haben wir so 3-4 Stunden dafür gebraucht, aber mittlerweile geht das zack, zack. Wir hatten jetzt, dann hat man ja auch nicht so viel draußen, als wenn wir jetzt so 2 Monate in Kisilot standen. Dann breitet man sich richtig aus. Aber hier jetzt ging das. Wir haben übrigens gestern im BIM für 150 Gramm Walnüsse geknackt. BIM ist sowas wie Aldi ungefähr. Hier in der Türkei haben wir 31 türkische Lira bezahlt. Also das sind 1,10 Euro, sag ich mal, wenn überhaupt. Das ist ja dann pro Kilo geknackte Walnüsse. Ich weiß es nicht, vielleicht 7 Euro oder so. Ich habe es jetzt, keine Ahnung, ich kann nicht so gut Kopf rechnen. Natürlich, ihr wisst schon. Ja, haben wir ein paar Kilo mitgenommen. Also wenn ihr in der Türkei seid und was repariert haben müsst, hier, das heißt 2K Karawan. Genau, könnt ihr mal vorbeischauen, können wir euch empfehlen. Wir haben gestern schon Brote gemacht und die sind schon im Auto die ganze Nacht gewesen, weil es ja hier kühl war, jetzt ich glaube 15 Grad, also kühler als im Wohnwagen. Es riecht alles nach Zwiebeln und Brot und so. Ja, wir haben so viele Menschen kennengelernt und Einladungen gekriegt. Ich wollte das nochmal sagen, wie wahnsinnig das ist. Ich habe manchmal auf Instagram geteilt, so ja, wir fahren jetzt zum Beispiel, gestern sind wir von Chile, Istanbul bis hier Akishah gefahren, habe ich das so geteilt. Und dann habe ich sofort so viele Einladungen bekommen, kommt vorbei, Akishah ist meine Heimatstadt, guckt euch das und das an, kommt mich besuchen, ich mache Chai, wir kochen, wir essen zusammen, ihr seid meine Gäste, ihr könnt bei uns wohnen. Ja, ich komme. Kaffee trinken. Also wirklich, das ist der Wahnsinn. Und ich hatte auch mal eine Abstimmung gemacht so auf Instagram, ob die das ernst meinen, diese Einladung. Und ja, das ist tatsächlich ernst gemeint. Ich habe gestern auf Instagram geteilt, dass wir hier nach Akishah fahren. Und dann haben wir ganz viele Einladungen bekommen zum Chai und so. Wir fahren los. 5 Stunden 54. Jetzt haben wir nicht mal in die Garage geguckt, ne? Sollen wir nochmal umdrehen eben? Besser ist. Da ist ja ein Kreisverkehr. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt auf Aralik Kadisi verlassen. Also laut Navi sind wir um 16 Uhr da, aber weil wir mit dem Wohnwagen immer ein bisschen langsamer sind, vermuten wir, dass wir gegen 18, 19 Uhr da sind. Je nachdem auch wie die Grenze. Ipsala haben wir uns ausgesucht als Grenzübergang, wie so ausfällt. Und jetzt drehen wir nochmal um, weil wir hatten an dieser Werkstatt, durften wir unsere ganzen Campingstühle und Gedöns in eine Garage reinstellen, als wir im Airbnb waren. Und ob wir jetzt wirklich alles da raus haben, haben wir jetzt noch nicht kontrolliert. Kreisverkehr auf Aralik Kadisi verlassen. Das machen wir jetzt nochmal eben, bevor dann... Oh, wir haben was vergessen. Achtung. Oh. Ich muss sagen, hier die Zebrastreifen, gestern, als ich mit den Kindern da war, die haben alle angehalten. Meter den Kreisverkehr an ganz der anders. Ausfahrt auf. Nur wenn ich die Kinder dabei bin, die alleine laufe, hält keiner an. Ja, komisch, ne? Das war wirklich, die haben angehalten und haben... Chai gebracht. Wir gehen mal rein in die gute Stube. Wir gehen zur Tankstelle gerade. Erster Halt. Du hast schwache Beine. Ja, mein Spazi. Wir fahren heute noch ganz viele Stunden Auto. Du kannst noch ganz viel sitzen. Jetzt müssen wir ein bisschen die Beine vertreten. Wir haben uns eine Route ausgesucht über die Yavuz-Sultan-Brücke in Istanbul. Falsche Richtung? Warum? Ja, ich weiß. Ich habe gesagt, lass lieber auf Toilette hier gehen, weil ich glaube, hier sind die sauberer als in dem Restaurant. Ich weiß es, aber ich hoffe es einfach. Jedenfalls haben wir uns absichtlich für die Yavuz-Sultan-Brücke entschieden. Wir sind ja letztens über die Bosporus-Brücke gefahren und über durch den Eurasia-Tunnel, wenn ich mich recht erinnere, wie der heißt. Das sind halt alles so Brücken und Tunnel, die Europa und Asien verbinden. Und die Yavuz-Sultan-Brücke
die haben wir halt immer gesehen, als wir auf dem Stellplatz in Istanbul waren. Und da möchten wir nochmal drüber fahren. Wir hoffen, dass die Route klappt. Ein Eis. Ja, lass erstmal auf Toilette gehen, mein Schatz. Ja, und dann gucken wir weiter. Wir haben jetzt noch ungefähr 20 Kilometer bis zur Grenze Ypsala. 10. Wollten tanken noch? Ja, das mache ich jetzt nach Ypsala. Da kommen ja so viele nach. Ich wollte nach Shell oder BP fahren. 40 TL kostet 1 Liter Diesel. Das ist auch super, bringt links. Das sind ungefähr 1,30 Euro, ne? 1 Liter Diesel. Wollten noch mal voll tanken. Ist noch halb voll, aber wer weiß, wie es in Griechenland ist. Und türkischer Diesel ist bestimmt besser. Und ja, wir sind gespannt auf die Autobahnen gleich in Griechenland. Also wir wissen ja schon, was uns erwartet. Wir haben schon gesagt, wenn du von der anderen Seite kommst in die Türkei, dann ist Griechenland okay. Aber wenn du halt aus Türkei nach Griechenland fährst, dann ist die Straße echt downgrade. Was hast du? Keine Soße mehr für dich. Ich guck mal. Gurke? Also als ich euch gesagt habe, noch 20 Kilometer zur Grenze, hat der Bernd gesagt, noch 10 Kilometer, es waren aber nur noch ungefähr 2. Und schwupp waren wir durch. Es waren gar keine... durchgeschossen, wie ein Durchfall. Also es war kein Auto vor uns, wir mussten nicht warten. Die haben nicht im Wohnwagen reingeguckt. Keinen Bock gehabt, haben nur keiner hat sich für den Hund interessiert. Aber Hauptsache, steigen Sie mal aus, kommen Sie mal her. Wir mussten 5,5 türkische Lira nachzahlen. Das sind ungefähr 15 Cent. Weil als wir in Istanbul auf der Autobahn waren um 19:29 Uhr, haben wir extra ausgedrückt. Für den Caravan. Nur für den Caravan mussten wir das nachzahlen. Haben wir gemacht. Und ich habe noch Discount gekriegt. Warum? Das hat nicht zu wechseln, nur einen Fünfer hingeschmissen. Ach. Ja, egal. Die hat mir auch gefragt, ob ich 10 Lira kleiner, werde ich wahrscheinlich nein gesagt, ich habe kein Geld, dann ach komm, haben wir keinen Bock drauf, weil Kartenzahlung zahlen. Er hat gerade TikTok geguckt, der war auch ganz genervt. Zollbeamte. Naja, jetzt haben wir noch 185 Kilometer vor uns, konnten nicht mehr tanken übrigens. Ja, aber zu doof war, Tankstelle abzufahren. Das kostet uns jetzt ungefähr 20 Euro, ich weiß nicht, was der Liter Diesel kostet in Griechenland, ich denke mal 1,90. Halb voll ist er ja noch. Ich habe kein Internet mehr, doch, oder? Habe ich noch? Türkisches, beste Quality. Hotspot von denen. Das hörst du dann, wenn das nicht mehr geht. Diesel Griechenland. Griechenland Preis 1,80 €. Stand 16.10. Naja, es nutzt ja nichts. Tanken müssen wir sowieso. Gut. Ich habe jetzt 6 Euro gespart. Beim halben Tank. 40 Cent.
in Griechenland. Wir müssen jetzt unsere Anziehsachen selber Baumwolle pflücken. Es ist überall alles voll Baumwolle. Und wir wollten mal wissen, wie sich das so anfühlen tut. Deswegen, warte. Erstmal haben wir angehalten, haben uns in unserem Wohnwagen Kaffee, Nudelsuppen, Tomatensuppen gemacht. Ja, Baumwolle. Jetzt mal fühlen, fühlt sich an wie eine Katze. Ne, Papa, lass lieber, du magst keine Katze. Ich hätte den Smurfy da drauf, weißt du, wie das. Smurfy, was ist das? Baumwolle. Ganz interessant. Baumwolle, Livia, fühl mal. Na, neben Baumwolle der nächste Eindruck von Griechenland. Ja, sind die deutlichen Spuren von Waldbränden. Heftig. Wir fahren jetzt bestimmt schon seit 10 Kilometern und wir haben erst gedacht, die haben hier so wie gerodet, also selber verbrannt, weil die Felder halt schon an der Grenze teilweise, es war so ganz diesig, alles war voll Qualm und die hatten da wirklich ja, absichtlich gebrannt. Aber hier seht ihr ja die Bäume. Ja, hier ist jetzt schon wieder alles hier ist jetzt wieder grün, wie so eine ja. Linie durch den Wald dahin. Unglaublich. Wie einfach alles abgebrannt war. Und hier ist jetzt hier unten noch, aber oben geht es schon wieder. Aber da ist auch teilweise noch verbrannt. Meine Güte. Also wir sind jetzt gerade an Alexandroupolis vorbei. Haben jetzt noch 130 Kilometer bis nach Kavala. Ja. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, aber das ist schon, da war ich so Anfang, Mitte 20, da bin ich mal nach Spanien gefahren mit so einer Horde junger Menschen waren wir da, keine Ahnung, 10 Mann, ist ja auch egal, wir sind halt durch Frankreich gefahren und da waren Waldbrände in Frankreich und dann war auf der Autobahn Stau und dann hat man halt am Rand gesehen, wie es gebrannt hat, wie die Löschflugzeuge geflogen sind, das war schon echt heftig zu sehen. Mit hier rein. Hallo, wir sind angekommen. Ihr seid ein bisschen verschmiert. Und das war so ein bisschen jetzt, das Navi hat uns in eine andere Richtung geschickt, als wir sollten. Da mussten wir wieder zurückfahren. Jetzt sind wir völligst im Dunkeln hier in Kavala angekommen. Aber ja, der erste Eindruck, was man im Dunkeln so erkennen kann, sieht ganz gut aus. Wir haben uns jetzt irgendwie auf zwei Plätze gestellt. Es war auch niemand da. Wir haben uns jetzt einfach hier hingestellt. Es ist jetzt schon, ich glaube, 8:30 oder so. Und morgen gucken wir uns dann erstmal den Platz zusammen an, erkunden alles, nehme ich euch mit und zeige euch das. Gucken, was es kostet und macht ihr Spaß. Und Internet müssen wir uns morgen besorgen. Wir sind jetzt hier am Campingplatz WLAN drin und das. Ja, wir müssen uns morgen so eine Datensim holen. Aber ja, dazu mehr. Jetzt gehen wir schlafen. Wir sind müde und geschafft und sind froh, dass wir angekommen sind. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis morgen in alter Frische. Tschüss!